Mario Gula in Episode 3 verlangt einiges vom Schauspieler. A, muss er schauspielern können, B, muss er singen können und C, sollte er brauchbares Englisch sprechen. Deshalb bin ich sehr froh, Christoph Steiner für diese Rolle gewonnen zu haben. Ich danke dir recht herzlich, dass du mit dabei bist. Bitte gern. Das führt mich gleich zu meiner Frage. Was bewegt dich dazu, bei so einem verrückten Projekt mit dabei zu sein? Naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie bei so einem verrückten, wie du sagst, Projekt mitgemacht. Eher bei solchen Projekten von Filmstudenten und sowas. Und es hat mich schon sehr gereizt. Ich muss auch sagen, es hat mich auch die Rolle sehr gereizt. Also das gebe ich schon zu. Zuerst habe ich nicht genau gewusst, ob ich dem trauen kann, aber dann hast du mir das geschickt, den Text. Und das ist schon, ich finde das schön, weil es hat auch sowas Kritisches drunter liegen. Und das finde ich immer wichtig, dass nicht einfach nur, dass es quasi nicht nur ein Spaß ist, sondern dass da ein Message drunter liegt. Und das geht Hand in Hand mit dem, was ich auch machen will zurzeit.